Da ist er doch, unser erster Transfer in dieser Winterpause. Das Gerücht gab es ja schon im Sommer und jetzt ist es offiziell. Der isländische Nationalspieler Sven Aron Gudjonsson kommt zu unserem FC Hansa. 25 Jahre jung, 1,89 groß, Linksfuß, Sturmtank. Und ich bin sehr, sehr positiv eingestimmt, was diese Neuverpflichtung angeht, weil wir mit Spielern aus dem Norden meist gute Erfahrungen gemacht haben. Das passt wie die Faust aufs Auge. Und ja, nicht nur das, nein, er bleibt für eine längere Zeit, keine Leihe, fest haben wir ihn verpflichtet. Eine Ablöse wurde fällig. Sein Marktwert beläuft sich aktuell auf 800.000 Euro. Hansa wollte dazu keine Angabe machen. Man liest aber in mehreren Medien, dass die Ablöse wohl in einem niedrigen sechsstelligen Bereich liegt. Ich bin auf jeden Fall erstmal froh, dass wir einen Spieler fest binden konnten und nicht nur ausleihen. Dazu hat er noch einiges an Potenzial, wurde in der Jugend von Barcelona ausgebildet. Danach war er bei vielen verschiedenen Vereinen, wie zum Beispiel Valur Reykjavik, und wurde dort isländischer Meister, Pokalsieger. Danach ging es nach Italien zu Spezia Calcio. In Dänemark war er ebenfalls bei Odense und zu guter Letzt jetzt eben beim schwedischen Erstligisten Elfsborg. Der Name sollte euch allen ein Begriff sein, denn sein Vater galt als der beste isländische Fußballer. Eidur Gudjonsson, bei Barcelona gespielt, Chelsea. Hoffen wir mal, dass der annähernd, dass der Sohn annähernd an die Leistung anknüpfen kann bei uns. Und wir versprechen uns einiges. Ich habe mir ein bisschen was angeschaut, Highlights, und dort wurde auf jeden Fall schon mal deutlich, was seine Stärken sind. Vor allem das Kopfballspiel mit seiner Größe. Sowas haben wir gebraucht. Ein Spieler, der die Standards verwerten kann, und er hat auf jeden Fall das Zeug dazu, nicht nur mit dem Köpfchen, nein, auch mit dem Fuß. Ansonsten ein Strafraumstürmer, der zu unserer Philosophie passt, kann die Bälle festmachen, auf unsere schnellen Spieler weiterleiten. Das ist, denke ich, eine Verpflichtung, die Sinn macht. Und der längere Vertrag zeigt auch, dass der Junge Bock hat auf unseren Verein, was mit Hansa erreichen möchte. Besser geht's doch nicht, Leute. Kommen wir zur Statistik, die ist für viele ebenso interessant. In der letzten Saison aus 38 Spielen hat er 7 Tore erzielen können, eine Torvorlage gegeben. Dazu besitzt er Conference League Erfahrung und hat zuletzt im schwedischen Pokal 2-mal getroffen. Jetzt kann man drüber streiten, ob die Ausbeute zu mager ist, aber in der ersten schwedischen Liga, da spielen auch ganz gute Jungs. Wir kennen sie am besten mit Ingelsson, Fröling, die haben sich ja ganz gut etabliert, der eine mehr, der andere weniger. Grundsätzlich bin ich überzeugt davon, dass er weiß, wo das Tor steht und uns hoffentlich zum Klassenerhalt schießen wird. Trotz allem kommt ein Stürmertransfer zu dieser Zeit ein wenig überraschend. Klar, wir haben mit 17 Treffern in dieser Saison mit die schwächste Offensive, aber das liegt meiner Meinung nach eher am Mittelfeld. Für unsere jetzigen Stürmer ist es ein kleiner Schlag ins Gesicht. Natürlich, für Güler ist schwierig, eine starke Vorbereitung gespielt. Der wird sich auch denken, okay, wird mir kein Vertrauen geschenkt. Warum, wieso, weshalb? Romado, unser bester Torschütze mit 4 Treffern, dadurch, dass er rot gesperrt ist, kann man nicht auf ihn zurückgreifen. Ich muss dann sagen, lieber eine Verpflichtung zu viel als zu wenig. Wir haben die Qual der Wahl im Sturm und besser kann es doch eigentlich nicht sein. Irgendeiner wird doch mal das Tor treffen. Ansonsten, Brumado, Perea, die wir ausgeliehen haben, werden im Sommer wieder weg sein. Und da haben wir jetzt mit Gudjonsson einen für die Zukunft, der bleibt und den man aufbauen kann. Und ihr wisst ja bekanntlich, Konkurrenz belebt das Geschäft. Die werden sich noch mal mehr anstrengen müssen, vorne drin im Sturm. Deswegen bin ich gespannt, ob er morgen schon in Nürnberg im Kader steht. In der Startelf kann ich mir nicht ganz vorstellen. Aber wer weiß das Ganze direkt bei seinem Debüt. Ein Tor und uns zum Auswärtssieg verhelfen. Wer sagt dazu nein? Unser Kader wird durch den Transfer immer größer. Wir wollten eigentlich ein paar Spieler abgeben, aber ihr seht es, momentan hat wohl keiner Interesse an unseren Jungs und das ist das kleine Problem, ne? Gehaltstechnisch will man da ein bisschen was einsparen, ein paar Spieler vielleicht noch abgeben, wenn aber kein Interesse besteht.
wird das Ganze schwierig. Ich hätte sonst eigentlich eher erst was fürs Mittelfeld geholt oder die Defensive. Unsere Außenverteidiger, da braucht nur einer mal eine Sperre haben oder eine längere Zeit verletzt. Bei Strauß haben wir sowieso das Problem, dass er ein bisschen anfälliger ist. Lass mal jetzt einen Nico Neiter noch ausfallen. Oder ein Rossi-Pall auf der Linksverteidigerposition, da sieht das dann in der Breite schon ein bisschen schwieriger aus. Aber es kann ja noch der ein oder andere Transfer passieren in den nächsten Tagen, Wochen. Das Transferfenster schließt Anfang Februar. Warten wir erstmal das Spiel in Nürnberg ab und gucken dann weiter. Was sagt ihr zur Verpflichtung von Gudjonsen? Gut oder schlecht? Kann der Junge uns weiterhelfen? Habt ihr ihn schon spielen sehen? Eure Meinung dazu unten in die Kommentare oder hättet ihr, so wie ich, eher Verstärkung fürs Mittelfeld und die Abwehr geholt? Ja, ich werde mich später auf den Weg machen nach Nürnberg. Wir wollen den ersten Dreier sehen im neuen Jahr. Es wäre so wichtig für uns alle. Dann können wir uns ein bisschen beruhigen und nach vorne schauen. Das soll es dann von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für jeden Daumen nach oben. Bleibt stabil. Gudjonsen wünschen wir nur das Beste. Herzlich willkommen bei unserem FC Hansa. Schießt Tore und uns zum Klassenerhalt. Mehr wollen wir gar nicht. Haut rein und bis zum nächsten Mal.